Die Menschenrechtsbeschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir erklären es in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und YouTube-Aktivist und dies ist mein YouTube-Kanal. Eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist die letzte Hoffnung bei krassem Unrecht, insbesondere wenn man sieht, wie statistisch betrachtet eigentlich selbst offenkundig zulässige Verfassungsbeschwerden, bei denen zumindest ein Verstoß gegen Verfassungsnormen mehr als möglich erscheint, zurückgewiesen werden ohne Begründung. Wie aber gehe ich eine solche Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an? Zum einen ist das Verfahren der Individualbeschwerde ganz einfach geschaltet. Ja? Man muss im Prinzip nur ein Formular ausfüllen in einer der Amtssprachen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und fertig. Dass damit mit einer bloßen Formularbeschwerde natürlich noch kein Blumentopf gewonnen ist, schließt sich von selber. Die eigentlichen Voraussetzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention als Zulässigkeitsvoraussetzungen findet man in Artikel 35 und in Artikel 34. Artikel 34 ist die Individualbeschwerde. In Artikel 35, wann eine solche zulässig ist. Hier muss man schon ein bisschen darauf achten, ein bisschen formulieren, denn sonst erleidet einen recht schnell das gleiche Schicksal, das man vom Bundesverfassungsgericht, allerdings ohne Formular, ja bereits gewöhnt ist. Aber welche konkreten Bestandteile muss ich denn berücksichtigen, ihr Lieben? Ja? Der zeitliche Geltungsbereich der Menschenrechtskonvention muss natürlich gegeben sein. Das ist erst einmal kein Problem bei neueren Dingen, vor allem wenn man ja die 6 Monatsfrist nach Abschluss eines Verfahrens im innerstaatlichen Recht sieht. Ja? Dann muss es eben eine Entscheidung geben, ein Anfechtungsobjekt. Ja? Und es muss sich natürlich um ein Land handeln, das die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert hat. Versteht sich von selber, ist für Deutschland unproblematisch. Ja? Dann brauchen wir einen Beschwerdegrund. Beschwerdegrund ist alles das, was in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikeln 2 bis 14 niedergelegt ist. Klassische Fehler eben das sogenannte faire Verfahren, Fair Trial, was einer der häufigsten Beschwerdegründe ist. Weil jede Form von Verfahrensbeeinflussung, sei es über lange Verfahrensdauer, sei es Nichtamtsermittlung, sei es das Nichtberücksichtigen von entlastenden Beweismitteln oder eben auch das Provozieren, Agent Provocateur der Gegenseite, kann einen solchen Fair Trial negativ beeinflussen. Das Ganze wird noch erweitert durch Zusatzprotokolle, wenn die betroffen sind, aber damit möchte ich mich heute nicht auseinandersetzen. Ja? Und über den Beschwerdegrund als solches, und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, ja? Wir brauchen einen erheblichen Nachteil. Ja? Es reicht nicht so ein bisschen Nachteil, sondern muss schon ein dicker Oschi da sein, und das ist eure Aufgabe, das dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klarzumachen, weil er ansonsten seit dem 14. Zusatzprotokoll eben sagen kann, niente, nothing, nichts. Und dann wird die Beschwerde zurückgewiesen. Natürlich muss man für eine Individualbeschwerde auch eine natürliche Person oder eben eine Organisation des privaten Rechtes sein. Ja? Und man muss unmittelbar und persönlich betroffen sein. Also keine Popularklagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Subsidiarität, das kennt ihr ja schon vom Bundesverfassungsgericht. Natürlich muss auch der innerstaatliche Rechtsweg abgeschlossen sein, wozu in Deutschland ganz klar gilt, eben auch das Bundesverfassungsgericht. Dann ganz wichtiger Punkt, die Beschwerdefrist, 6 Monate seit dem letztinstanzlichen innerstaatlichen Entscheid. 6 Monate, auf den Tag genau, ja. Nicht mehr, nicht weniger. Verglichen mit der 1 Monatsfrist des Bundesverfassungsgerichts eine geradezu königlich-kaiserliche Frist. Aber nicht überschwängig werden, ja. 6 Monate sind schneller rum, als man möchte.
Die Beschwerde als solche muss formell schriftlich sein. Sie darf nicht anonym erfolgen. Man kann sie vorab per Fax oder E-Mail übersenden, muss aber als Bestätigung auf dem gewöhnlichen Postweg nachsenden. Ja? Der Sachverhalt muss formell dargestellt werden und dargelegt werden, inwiefern die Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt sein sollen. Wichtig ist, die Beschwerdeschrift kann in jeder Sprache des Europarates verfasst werden. Im späteren Verfahren, wenn also die erste Hürde genommen ist, braucht man dann allerdings einen Anwalt. Und dann werden gegebenenfalls auch die Sprachen eingeschränkt, nämlich auf Englisch oder Französisch. Womit man dann sich eigentlich im Moment noch nicht auseinandersetzen muss, ja, ist eben die Frage, dass alle Entscheidungen und Dokumente im Zusammenhang einer Beschwerde veröffentlicht werden. Man kann die Anonymisierung der Angaben zu seiner Person beantragen. Worauf man gegebenenfalls bereits bei Beschwerdeeinreichung achten sollte. Und in besonderen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, vorläufige Maßnahmen, sogenannte Interim Measures, zu beantragen, also ja, Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht ja auch oft machen kann, die aber selten der Fall werden. Immer nur dann, wenn die Gefahr eines nicht wieder gut zu machenden Nachteiles besteht. Ausweisungen, Auslieferungen oder eben ja, Verbringung eines Kindes ins Ausland etc. Vorläufige Maßnahmen müssen so schnell wie möglich, so bald als möglich mit einem gut begründeten und mit Belegen ergänzten Gesuch verlangt werden. Und man muss auch an dieser Stelle belegen, dass man alle innerstaatlichen Rechte ausgeschöpft hat, also dass das Bundesverfassungsgericht gegebenenfalls ebenfalls nichts machen wollte. Ja? So ein Gesuch natürlich am besten nicht per Post schicken, sondern per Fax oder eben per E-Mail. Und die Dringlichkeit soll dort an dieser Stelle eben ja, auch deutlich gemacht werden. Was ich auch immer empfehle, ja, die notwendigen Unterlagen mitschicken. Zwar ist es keine gesetzliche normierte Vorschrift, wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz anders vorsieht. Aber es erleichtert die Rechtsfindung und vor allem die, ja, das Bestreiten der ersten Hürden. Und die erste Hürde ist nun mal die schwierigste Hürde, nämlich dass man durch die große Tür durchkommt, den Weg durchschreitet und dann am Ende vielleicht obsiegt. Deshalb wäre sehr an der falschen Seite gespart, wenn man keine Unterlagen vorlegt. Ja? Ich würde euch unten in der Infobox ein paar Links zum Thema bereitstellen, insbesondere aber auch das Formular zum Ausfüllen für eine solche Individualbeschwerde. Und ich hoffe, ihr begleitet uns weiter bei diesem Weg, Individualbeschwerden auch mal plausibler für euch darzulegen, damit auch die Maßregeln der Europäischen Menschenrechtskonvention einfach und deutlich erklärt sind. Im Übrigen innerstaatlich verbindlich, auch für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wir würden aber auch Kommentare und vor allem Anregungen unten erheblich gefallen. Ich würde euch freuen, wenn ihr auch weiter meinen Kanal folgt und diesen abonniert. Ansonsten sehen wir uns bald. Servus.